Hallo und herzlich willkommen im Wald. Ich muss Danke sagen und zwar massiv Danke sagen, denn ich hatte da neulich einmal kurz darauf hingewiesen, dass ich eventuell ein kleines bisschen ratlos bin, welche Kameratechnik ich denn jetzt nur mit nach Grönland nehmen soll. Leider bin ich immer noch ein bisschen ratlos, weil ich mich noch nicht immer nicht entschieden habe. Aber es ist eine weitere Option dazugekommen, nämlich dieses Ding. Ja, das ist ein zusätzliches Objektiv und bevor jetzt nochmal 16.000 Leute fragen, was für eine Kamera ich benutze, eine EOS 200D habe ich. So, und das deswegen, weil das so eine gute Allround-Kamera zum Filmen ist, man kann auch noch ein externes Mikrofon, auch wenn es gerade nicht drauf ist, draufschrauben. Man hat die Möglichkeit, das Display nach vorne zu klappen und sieht dann sich selber. Das ist wichtig für meine vlogartigen Videos oder sowas, das brauche ich halt alles. Und außerdem macht sie noch dafür noch ganz brauchbare Bilder und sie ist klein und leicht, spielt auch nochmal eine Rolle. Also für eine Spiegelreflexkamera sehr, sehr leicht, sehr, sehr klein. Auch für mich, eben da ich das Ding ja wirklich viel mitschleppen möchte und tue bisher auch, ist das nicht ganz unwichtig, nur weil es halt eben ständig gefragt wird. Also in der Kombination war das schon eine gute Überlegung, diese Kamera zu nehmen mit all diesen Dingen, die ich halt eben entsprechend brauche. Zum Foto machen mag es bessere Kameras geben, zum reinen Videos machen mag es bessere Kameras geben. Ich wollte aber auch unbedingt eine mit Wechseloptik und ich hatte noch ein paar Canon-Objektive halt eben auch entsprechend rumliegen. Und damit war ich bei Canon und dann bei der EOS 200D. Auch Preis-Leistungs-Verhältnis finde ich, ist da alles sehr, sehr, sehr gut. Ich bin sehr zufrieden und die lieben Fotomenschen, die jetzt da eben entsprechend das sehen, dürfen da gerne meckern und meinen, ne, du hättest lieber eine A6000 nehmen sollen, also eine Sony Alpha 6000 oder wie die Dinger heißen. Wäre sicherlich auch gut gewesen. War zum Zeitpunkt, als ich mir das Ding zugelegt habe, allerdings auch nochmal zum vergleichbaren Preis zu haben. Vielleicht noch einen Ticken teurer, aber nur der Body halt, ohne dass ich ein einziges Objektiv besitze. Und das hat mich ein wenig abgeschreckt. So, das zum Hintergrund, nochmal kurz für diejenigen, die es interessiert. Des Weiteren, da wir es gerade vom Thema Fotos haben, ich weiß schon grob, wie das funktioniert. Also so Sachen wie ISO und Belichtungszeit oder Verschlusszeit und Blende und all so ein Kram, das sagt mir schon was, ne? Also bitte mir da nicht völlige Doofheit unterstellen, weil das hin und wieder in den Kommentaren dann doch auch mal passiert, dass da jemand denkt, ich hätte gar keine Ahnung. Und auch der Kommentar von wegen, ja probier doch mal beides aus, habe ich gemacht. Ist nicht so, dass ich jetzt eben das Video gedreht habe, ohne jemals die beiden Gegenstände, die da zur Disposition standen, ausprobiert zu haben. So, jedenfalls nichtsdestotrotz habe ich jetzt noch dieses Ding hier bekommen. Vielen, vielen herzlichen Dank. Das ist natürlich super und ich kann das natürlich hervorragend gebrauchen, ohne jeden Zweifel. Das ist jetzt ein Reiseobjektiv, nennt man die Dinger. Es gibt ja in der Fotowelt, schon seit ich fotografiere und als es nur Spiegelreflexkameras als höherwertige Kamera gab und irgendwelche kleinen Systemkameras gar keine Rolle gespielt haben, weil die noch keiner erfunden hatte, da gab es die Diskussion, nimmt man denn jetzt lieber mehrere verschiedene kleine Objektive mit kurzen mit ohne Zoom oder nur mit kurzem Zoom eben entsprechend mit, oder nimmt man lieber das rundum Sorglos-Paket, die eierlegende Wollmilchsau, ein sogenanntes Reise-Zoom-Objektiv mit. Das wurde viel diskutiert damals, wohlgemerkt. Der ein oder andere wird sich erinnern. So, ich war bisher immer der Meinung, ich komme mit einem, also bis vor kurzem hatte ich quasi auf Touren, wenn ich eine Spiegelreflex mitgeschleppt habe, das habe ich in meinem Leben schon öfter, damals analog, dann irgendwann eine einfache digitale, als die ersten digitalen da waren, die taugt natürlich aus heutiger Sicht wirklich nichts mehr, und jetzt das Ding, da habe ich irgendwie bisher immer gemeint, ich muss ein Teleobjektiv dabei haben mit einer langen Brennweite, ich brauche ein mittleres, also das Kit-Objektiv fand ich eigentlich immer gar nicht so schlecht, 18 bis 55 mm. Und ich brauche, das war mir dann aber erst relativ spät bewusst und das habe ich auch erst seit noch nicht mal einem Jahr, habe so ein Geburtstag geschenkt bekommen, vielen lieben Dank, Schatz, ein Weitwinkelobjektiv. Das ist auch das, was meistens drauf sitzt, wenn ich filme, so wie jetzt auch. Mit den drei wäre ich eigentlich glücklich und die habe ich meistens dabei, wenn ich irgendwelche kleineren Touren mache. Auch bei größeren Touren sind die eigentlich fast immer alle drei dabei, damit man für alle Eventualitäten vorbereitet ist. Weitwinkel ist halt toll, weil man wirklich enorm viel Hintergrund kriegt und für Panoramafotos ist das schon wichtig. Das sind jetzt 10 mm, also nee, Quatsch, das ist 18. Hier, das ist Weitwinkel.
das ist jetzt Ultraweitwinkel und das ist halt schon krass und das ist, finde ich, für Landschaftsfotografie, gerade wenn man es mit weitläufigen Landschaften wie eben Skandinavien, das Fjell oder in Grönland eben entsprechend die hochgebirgsarktische Landschaft und so weiter zu tun hat, ist ein Weitwinkel absolut unabdingbar. Ohne Weitwinkel würde ich nicht losgehen. Nur 18 mm zu haben, ja, das würde mir nicht ganz reichen. Das ist okay, aber unter anderem deswegen wollte ich gerne wieder eine Kamera mit Wechseloptik haben, damit ich eben diese Option habe. Das hat mich in Schweden auf den Kungsleden wirklich gestört, dass mir die Weitwinkeloption abhanden gegangen ist. Ich hatte zwar guten Zoom, da hatte ich eine kleine Kompaktkamera, eine Sony, schieß mich tot, keine Ahnung, aber die zumindest sieht das Gehäuse genauso aus wie bei den RX100-Dingern. Mark, schieß mich tot. Das war nicht wirklich eine RX100, weil sie mehr auf Zoom gesetzt hat, dafür ein bisschen weniger lichtstark gewesen ist, aber liegt so in der Preisklasse der ein bisschen älteren RX100-Kameras. Und mit der war ich eigentlich auch ganz zufrieden, bis sie mir kaputt gegangen ist. Ne? Eine Spiegelreflex habe ich noch nie geschrottet. Ich hatte jetzt 3 im Laufe meines Lebens und habe mit denen wirklich viel Unsinn angestellt. Aber die sind nicht kaputt zu kriegen. Eine Spiegelreflex ist was Robustes, meiner Meinung nach. Das ist nur immer meine Meinung. Und ich bin ja auch kein Profifotograf. Ich kann euch nur meine Hobbyfotograf, zwar langjährige, aber nur Hobby und nicht super ambitioniert, nur so ein bisschen halt für den Hausgebrauch. Diesbezüglich kann ich meine Erfahrung gerne weitergeben. Und da muss ich sagen, Kompaktkameras kriegt man kaputt. Spiegelreflexkameras kriege ich nicht kaputt. Und deshalb wollte ich nicht nochmal eine kompakte. Und deswegen habe ich auch so ein bisschen Angst vor diesen Sony-Systemkameras, weil die sehen für meinen Geschmack auch ein bisschen filigran aus. Das sind sie wohl nicht. Ich werde mir früher oder später vielleicht auch so ein Ding mal zulegen, wenn ich mit der hier durch bin, aber vorher nicht. Und ja, ne? Aber jedenfalls Weitwinkel, wie gesagt, für mich wirklich wichtig gewesen. Und die Diskussion, die ich jetzt ansprechen wollte, nimmt man jetzt auf Tour mit eben diese 3 Objektive plus minus ungefähr einen super Weitwinkel oder zumindest einen Weitwinkel, ein mittlere Brennweiten, also sowas irgendwas im Bereich zwischen, na sagen wir mal 24 und 70, so irgendwas um den Dreh, plus minus ein bisschen, ne? Und halt dann ein Tele, das erst bei 80 oder was losgeht und dann halt bis 300 oder meinetwegen auch ein Tele, das erst bei 200 losgeht oder was auch immer, ist relativ egal. Wenn man ein Tele mitnimmt, dann nimmt man es ja, weil man viel Zoom haben möchte. Und da interessieren mich die kürzeren Brennweiten von meinem Teleobjektiv interessieren mich eigentlich nicht. Ja, die drei das wäre die eine Möglichkeit, 3 Objektive quasi mitschleppen, mindestens 3. Man kann theoretisch noch ein paar Fixbrennweiten mitnehmen und so weiter. Oder die andere Sache, die damals diskutiert wurde, man nimmt ein Reiseobjektiv. Das hat nämlich eine Brennweite von sage und schreibe 18 bis 200. Also eine mordsmäßige Auswahl an allen möglichen Brennweiten ist also ein All-in-One-Objektiv. Und wenn man hier mal dieses Ding abmacht, sieht man auch beim Ausfahren, das ist sogar gegliedert. Das habe ich auch noch nie gesehen. Also bei einem Objektiv, was ich besitze, habe ich das noch nie gesehen, dass es da sogar noch eine Gliederung gibt, um halt eben diesen enormen Brennweitenbereich, den das Ding jetzt hat, zu realisieren. Das ist natürlich super praktisch, weil man muss nicht ständig das Objektiv wechseln und netto muss man erheblich weniger Zeug mit sich rumschleppen. Dann kommt außerdem noch erschwerend dazu, dass das leichteste Objektiv seiner Klasse ist, das es überhaupt gibt. Ist zwar komplett aus Kunststoff, also bis auf die Glasteile natürlich, ist es aus Kunststoff, was für mich gut ist. Weil das Gewicht ist bei mir wirklich ein entscheidender Faktor und deswegen ist das auch ganz toll. Diese tollen, hochwertigen Metallobjektive, die alle Welt super toll findet, die mögen ja ganz hervorragend in der Leistung sein, aber wenn ich es nicht mehr tragen kann, hilft mir das nicht viel. Ja? Daher mag ich Plastikobjektive, da habe ich nichts dagegen. Tamron ist ja so ein Dritthersteller, der tendenziell eher die günstigeren Objektive herstellt. Die sind aber zum Teil nichtsdestotrotz wirklich ganz hervorragend. Tamron hat auch keinen schlechten Ruf, nach dem, was ich so mitbekommen habe. Und da bin ich also jetzt saumäßig positiv überrascht, vor allen Dingen vom Autofokus. Ein 200 mm Tele, ich bin ja Telefotografie bisher nur ohne Autofokus gewöhnt. Meine alte Kleinbildkamera, die hatte auch einen enorm hohen Zoom, also meine Sony HX80 heißt die, glaube ich, einen enorm hohen Zoom hatte die auch, aber es hat schon ziemlich gewackelt, also bei Maximalzoom ohne Stativ, das so richtig still zu halten, ging irgendwo nicht mehr, mit dem Ding geht's.
faszinierenderweise. Also ich muss das natürlich noch ein bisschen üben und hin und wieder ist ein kleiner Wackler drin. Aber grob gesagt kann man wirklich nahezu komplett ruhig, freihand mit dem Ding auf 200 mm plus Kropffaktor, also so rund 320 mm, kann man mit dem Ding wirklich noch wunderbar filmen. Und das ist erstaunlich. Und mindestens dafür kann ich es hervorragend gebrauchen, weil da habe ich wirklich nicht mal im Ansatz irgendwas anderes, was das so gut macht. Und da könnt ihr euch jetzt darauf einstellen, dass dann häufiger halt eben auch mal entsprechend irgendwelche leicht zu filmenden Tiere in meinen Videos vorkommen werden, zu denen ich dann auch was erzählen kann, weil ich jetzt in der Lage bin, relativ einfach mit geringem Aufwand und schönes Bildmaterial zu den entsprechenden Viechern ranzukommen. Halbwegs schönes Bildmaterial, nicht Profi-Level. Ganz wichtig bei sämtlichen kameratechnischen und bildgebungstechnischen Fragen, Profi-Level strebe ich in keinster Weise irgendwo an, ne? Weil kriege ich eh nicht hin. Und außerdem, wenn man sich aufs Profi-Niveau begibt, dann muss man erstmal einen Arsch voll Geld für die Hardware ausgeben und dann ist immer noch die Frage, ob man damit jetzt gute Fotos macht. Nur weil du einen teuren Foto hast, teure Kamera hast, machst du nicht zwingend gute Bilder. Und die Frage ist ohnehin, Fotos sind Kunst. Da kann man sich ganz wunderbar kloppen, was denn nun ein gutes Bild ist und was nicht. Man kann höchstens sagen, es ist ein technisch gutes Foto, wenn es bis in alle Details scharf ist und so weiter. Ob es dir dann gefällt, ist eine ganz andere Frage. Ja? Also Fotografie und auch Filmen, also wenn man jetzt wirklich die Ästhetik des Films nehmen will, das ist Kunst. Und darüber kann man sich ganz, ganz wunderbar streiten. Und deswegen lasse ich da auch keine andere Meinung zu als meine eigene, weil ich nur sagen kann, was mir gefällt. Und wenn euch zufällig auch gefällt, was mir gefällt, dann ist das schön für euch. Wenn das nicht so ist, ja, dann ändert sich da auch nichts dran. Dann wird das immer so bleiben und da müssen wir dann alle eben entsprechend mit klarkommen. Also das an dieser Stelle auch nochmal entsprechend angemerkt. Egal wie tolle Fototechnik ich habe, die Bildausschnitte bleiben so, wie ich sie wähle und wie ich sie attraktiv finde und ästhetisch interessant finde. Ja? Aber mit diesem Ding da habe ich auf jeden Fall auch erheblich mehr Möglichkeiten jetzt, gerade eben auch wegen der Bildstabilisierung. Aber leider, und das ist jetzt der einzige Punkt, weshalb ich immer noch nicht weiß, welches Objektiv ich denn nun nach Grönland mitnehmen soll, ist es halt nur 200 mm Brennweite. Und mit meinem 300er, auch wenn es mit dem erheblich schwieriger ist, vernünftige Fotos zu machen, wobei Foto machen ist nicht wirklich schwieriger. Filmen ist erheblich schwieriger. Oh, made in Vietnam, also doch nicht China. Wie dem auch sei jedenfalls. Der Unterschied besteht darin, dadurch, dass das so eine enorme Brennweite hat, ja, Brennweitenunterschied hat, ist bei diesen Reiseobjektiven, diesen Universalobjektiven oft die Lichtstärke ziemlich, naja, sagen wir mal, bescheiden bis schlecht verglichen mit anderen Objektiven. Jetzt habe ich keins, was eine überaus krasse Lichtstärke hat. Brauche ich auch gar nicht, weil ich mache keine Innenraumfotografie. Ich bin immer nur draußen. Und da brauche ich was, was schlimmstenfalls mit bewölkt im Wald zurechtkommt. Und das tut jedes halbwegs, jetzt nicht völlig billige Objektiv, aber jedes Einsteigerobjektiv kommt damit eigentlich ganz gut zurecht. Das ist also wirklich, ich brauche da nicht irgendwelche super, ultra, mega, toll, giga Monsterteile. Ja? Und damit kommt auch das noch wunderbar zurecht, weshalb mir das mit der Lichtstärke im Grunde relativ wurst ist. Aber im gezoomten Bereich, also bei 200 mm, hat das gerade mal eine Blende von 6,3. Für denjenigen, der sich damit auskennt, das ist jetzt nicht besonders super. Ja? Reicht aber auch vollkommen. Der Unterschied ist halt der, dadurch, dass die Lichtstärke hier im rausgezoomten Bereich wirklich nicht besonders toll ist, was wurscht ist, weil die Bildstabilisierung ja hervorragend ist, da kann ich trotzdem Fotos machen, eine 100stel Sekunde ohne Probleme, eine 50stel Sekunde gerade noch so und das trotz eben nur 6,3 als Blende. Aha. Und das ist dann schon toll, spricht auch wirklich für den Bildstabilisator. Bei meinem anderen Tele, wenn es jetzt rein zu fotografieren geht, muss ich halt bei einer 50stel Sekunde im Regelfall kein Bild mehr machen, weil das doch nochmal eine ganze Ecke lichtstärker ist. Das hat, glaube ich, beim 5,6 als Blende. Und das ist doch nochmal eine ganze Ecke besser als, Moment, wo steht's? 6,3. Das sind immerhin zwei Blendenstufen. Das macht nochmal ein bisschen was aus und daher habe ich da immer noch ein bisschen mehr Spielraum, was die Verschlusszeit eben entsprechend angeht. Und dann waren auch ganz viele Leute dabei, das möchte ich auch nochmal kurz erwähnen, eben auch nochmal in Anbetracht bezogen auf das letzte Video eben, wo Leute gemeint haben, ja, dann musst du halt eben entsprechend den ISO höher wählen. Und deine Kamera kommt doch bestimmt maximal bis 1600.
stimmt nicht. Sie macht auch noch bei 3200 und auch bei 6400 noch ganz ordentliche Aufnahmen. Also zum Fotografieren reicht. Wenn man es dann noch mal ein bisschen in die Rauschreduzierung hinterher reinschmeißt, sieht das immer noch für meinen Geschmack wirklich absolut akzeptabel und vorzeigbar aus. Beim Filmen, man merkt es bei 3200 merkt man es noch überhaupt nicht. Bei 6400, da merkt man es dann so ein ganz kleines bisschen und ab 12,8, da wird es dann zugegebenerweise rauschig und körnig. Da habe ich schon hin und wieder das eine oder andere trotzdem gedreht auf dem Level, habt ihr vielleicht eventuell schon gesehen. Und bei der Filmeinstellung geht er sowieso nicht höher mit dem ISO-Wert. Das heißt, die kann auch noch mal eine Stufe höher, da 25.000 irgendwas, aber das kratzt ja eh keinen mehr. Das ist ja sowieso sinnlos, mehr oder weniger. Also mag sein, dass es Kameras gibt, die bei einer Empfindlichkeit von 25.000 Ungrad immer noch recht rauscharme Bilder machen. Meine tut es nicht, zugegeben, aber das brauche ich halt auch einfach nicht mehr. Ja? Also zum Fotografieren kann ich schon mit meinem alten Tele noch relativ viel anfangen. Es ist nicht so, dass das nur mischtige Bilder macht. Aber auf 300 mm, da muss schon wirklich die Sonne scheinen. Und selbst wenn ich dann noch den ISO hochschraube, eben auf 1600 oder meinetwegen auch 3200, selbst dann muss immer noch ein bisschen die Sonne scheinen, wenn ich dann auch noch ein Tier, das sich auch noch bewegt, fotografieren will. Das ist nun mal schwierig. Tierfotografie ist nicht umsonst die hohe Kunst. Ja? Da braucht man sich nicht wundern, wenn das nicht besonders einfach ist. Und insbesondere, da das alte Tele halt eben nun mal wirklich alt ist, es funktioniert zwar noch, aber der Autofokus ist da auch nicht gerade besonders schnell. Aber ich glaube wirklich bei der Fotografie, und das ist mir echt wichtig, müssen wir mal alle ein bisschen runterkommen von diesem Technikwahn. Es muss das Beste vom Besten sein und nur das Neueste vom Neuen und so weiter. Wenn der Bildausschnitt scheiße ist, sieht das Bild immer kacke aus. Ganz egal, wie viele Zehntausende von Euro du für deine Kamera ausgegeben hast. Und davon abgesehen, es wird ja doch wirklich nur noch um Nuancen besser. Also ein Objektiv mit 1,8er Blende kostet teilweise das Dreifache als eins mit 2,8er Blende. Und draußen in der Natur, meine Fresse, 2,8 reicht vollkommen. Was willst du da bitte außer du willst nachts fotografieren. Okay, aber das ist eine Spezialanwendung. Ich will nicht nachts fotografieren. Und da reicht mir 2,8 wirklich für alles. Was soll denn sein, dass ich eine größere, kleinere Blende als eine offenere Blende als 2,8 eben entsprechend brauche. Ja, also so ist das nicht. Ja, aber vor allen Dingen wegen der krassen Bildstabilisierung bin ich von dem Ding wirklich begeistert. Und zum Tierfilmen, also wenn das deine Absicht war, dass ich ab sofort mehr Tiere filme, dann hat sich das absolut erfüllt. Das werde ich tun. Und was ich jetzt auch gleich noch eben entsprechend hier hinten dran schneide, sind die bisherigen Resultate. Also insbesondere die Filmqualitäten bei Viechern ist wirklich, ne? Also es sind jetzt keine spektakulären Viecher. Ein guter Storch ist dabei. Aber die sind heutzutage auch schon nicht mehr so selten. Und ja, das klatsche ich jetzt hinten dran. Wenn ich noch irgendwas zu sagen, aber was mir noch einfällt, dann mache ich es per Voice-Over. Jedenfalls vielen, vielen, vielen herzlichen Dank. Bildstabilisierung hat's, Autofokus hat's auch. Es hat hier noch so einen Lockschalter, mit dem man verhindern kann, dass man hier drehen kann. Das brauche ich zwar nicht unbedingt, aber und es wird außerdem noch ein Schornstein mitgeliefert, also eine Gegenlichtblende heißt das, glaube ich. Keine Ahnung, wie die offiziell heißen. Mein Vater hat dazu immer Schornstein gesagt. Ich möchte diesen Namen gerne beibehalten. Also die ist auf jeden Fall, da freue ich mich auch nochmal sehr drüber. Jawohl. Ich habe nämlich auch für diesen Objektivdurchmesser überhaupt kein Zubehör rumliegen, habe daher auch keinen entsprechenden Schornstein. Und dass einer mitgeliefert ist, ist dann natürlich eben noch umso schöner. Ja, also vielen, vielen, vielen Dank. Da hast du es jetzt wieder voll übertrieben, wie immer. Und Wahnsinn. Der Wahnsinn. Also ich bin sehr, sehr, sehr begeistert. Insbesondere wirklich dieser hervorragende Tamron-Bildstabilisator. Ich habe auch mal ein kleines bisschen recherchiert im Internet und viele Leute sind der Meinung, dass der Tamron-Bildstabilisator tatsächlich hervorragend gut funktioniert. Also der ist erheblich besser als der moderne Bildstabilisator auf meinem Weitwinkelobjektiv. Wozu braucht ein Weitwinkelobjektiv eine Bildstabilisierung? Naja, zum Filmen. Deswegen habe ich auch einen Weitwinkel, der halt eben auch eine Bildstabilisierung hat. Aber das ist hier wirklich nochmal besser. Da muss ich ganz ehrlich sagen, die günstigen Canon-Objektive haben keine so gute Bildstabilisierung wie die Tamron-Dinger hier. Ah, schon toll. Ist schon toll. Nicht, dass ich mit meinem Weitwinkel nicht glücklich wäre. Das ist schon auch gut. Aber die Bildstabilisierung,
Nicht ganz so toll, nicht ganz so toll. Aber jetzt wirklich. Ein paar Bildmaterialien zum Vergleich. Altes Objektiv, neues Objektiv. Also altes Tele, neues Tele. Auch, dass ihr die Brennweiten noch mal ein bisschen unterscheiden könnt. Und Resultate von dem. Ich bedanke mich vielmals und herzlich. Und das macht wirklich enorm Spaß, das Teil. Und ja, für alle anderen bis zum nächsten Mal und tschüss. So, wir beginnen mit einem Storchenpaar, an das ich mich angeschlichen habe. Das ist die Aufnahme, wo ich am nächsten rangekommen bin. Wichtig ist natürlich bei Tieraufnahmen immer, dass Tiere sich bewegen. Wenn man sie also mit einer kurzen Verschlusszeit fotografiert, geht's. Ein Bildstabilisator in der Kamera selber hilft aber nur gegen das Verwackeln, das ich mit der Kamera mache. Wenn sich das Tier schnell bewegt, dann ist es trotzdem unscharf, egal ob ich mit der Kamera ruhig halte oder nicht. Und jetzt zoomen wir mal ein wenig ran und hier funktioniert es noch ganz gut. Ich kriege die also schon fast formatfüllend hin, die Störche, bei immer noch guter Bildqualität. Die sind immer noch scharf, sieht immer noch zumindest akzeptabel gut aus. Da hat es also funktioniert. Ein bisschen anders ist es mit den Kanadagänsen hier. Die sind zwar auch noch relativ scharf, aber wenn ihr euch mal im Vergleich die Hälse bzw. den Kopfbereich verglichen mit den Hinterteilen anguckt, das ist jetzt schon nicht mehr ganz so scharf, insbesondere wenn man dann ranzoomt, dann gibt es da so eine gewisse Verwacklungsunschärfe, während der Rasen scharf bleibt. Was einfach daran liegt, dass die sich bewegt haben. Die waren da die ganze Zeit am Picken und das ist jetzt nicht unbedingt, da muss ich dann halt mit einer kurzen Verschlusszeit arbeiten. Da hilft mir dann die Bildstabilisierung nichts und auf die habe ich mich jetzt hier halt zu Testzwecken einfach mal verlassen und eine relativ lange Verschlusszeit gewählt. Ich weiß nicht, ich glaube irgendwie ein 125. Sekunde oder sowas. Das ist ja für ein Tierbild zu lang eigentlich. Das Bild ist jetzt mal gedacht als Negativbeispiel für die Bildstabilisierung, weil hier sind wir schon jetzt stark reingezoomt. Da sehen wir, die sind alle nicht so richtig scharf. Man erkennt natürlich trotzdem, dass eine Kanadagans sein soll. Aber Schärfe ist halt schon was Wichtiges. Also ich weiß ja nicht, wie es euch da geht, aber mir schon. Ist das schon wichtig. Und da hat mir der Bildstabilisator, weil ich mit den doch recht schnell schwimmenden Tieren ein bisschen mitziehen musste, die Kamera, damit die vernünftig im Bild sind, hat mich da der Bildstabilisator eher behindert, weil er diese Mitziehbewegung nicht so gut ausgleichen kann. Und daher kommt da jetzt noch ein bisschen zusätzliche Unschärfe dazu, plus, dass sich die Tiere halt eben entsprechend bewegt haben. Also bei Tierfotografie, ja, da muss man halt wirklich eben die Verschlusszeit kurz einstellen. Und dann klappt es auch wie bei den Störchen eingangs. Die sind ja das Positivbeispiel, da habe ich also alles richtig eingestellt. Das kann aber auch schnell eben mal in die Hose gehen. Wollte ich nur mal zeigen. Das Objektiv macht aber einwandfreie Bilder, wenn sich das Objekt, das man fotografieren möchte, eben nicht bewegt, wie hier der Fall. Kommt auch gut mit Licht-Schatten-Situationen zurecht und die Schärfe ist dann wirklich tipptopp und da kann ich mich nun wirklich nicht beklagen. Mit dem Bild bin ich sehr, sehr, sehr zufrieden. Wenn man es jetzt noch ein bisschen reinzoomen würde, was ich gar nicht tun möchte, dann entdeckt man natürlich im Vergleich zu Hochleistungsobjektiven mit Hochleistungskameras und so weiter, die dann wirklich krass tolle Bilder machen, noch so ein paar in den Ecken vor allen Dingen, so ein paar Details, wo die Bildqualität etwas nachlässt. Aber also mich persönlich kratzt das nicht die Bohne, weil ich will mir ja nicht die Ecke zehnfach vergrößert von meinem Bild angucken, sondern das Gesamtbild und das meistens auch nicht in einer unglaublichen, eben riesig ausgedruckten Variante. Und dann langt mir diese Qualität völlig. Da weiß ich nicht, warum ich Tausende von Euro ausgeben muss, damit das noch besser aussieht. Oder auch Tierfotos, wenn man nah genug ans Tier rankommt, sind meiner Meinung nach tadellos definitiv möglich. Ich hätte natürlich noch ein bisschen mehr auf den Schnabel vielleicht fest scharf stellen sollen und weniger auf spannende Gefieder. Andererseits fand ich das spannende Gefieder bei diesem Bild jetzt fast interessanter, aber ich finde technisch gibt es an diesen Bildern wirklich überhaupt nichts auszusetzen und man muss halt ein bisschen nah rankommen ans Tier, dann wird es auch entsprechend groß. Das klappt natürlich jetzt nicht immer. Jetzt muss man ja sagen, dadurch, dass ich ja in Grönland sein werde, wo es die Tiere nicht gewöhnt sind, dass sie ständig von Menschen genervt werden, haben sie tendenziell eine eher kurze Fluchtdistanz. Das heißt, man kommt schon recht nah ran an die meisten Viecher. Die bleiben zum Teil auch wirklich eine Weile stehen und interessieren sich ein bisschen für einen und sind ein bisschen neugierig. Da gibt es also schon Potenzial, aber inwiefern das halt wirklich immer funktionieren wird, das ist halt die große Frage. Und deswegen bin ich halt immer noch nicht so ganz hundertprozentig mir sicher, welches Objektiv ich mitnehmen werde. Denn hier kann man jetzt ganz schön die Grenzen des Zooms sehen. Der Vogel ist jetzt etwa 70 Meter weit weg, ist ein Buchfink.
Und den konnte ich nun wirklich, egal mit welchen Einstellungen, nicht mehr vernünftig fotografieren. Das ist einfach jetzt zu weit weg. Ich konnte auch, also vielleicht für diesen, wenn ich noch mehr Zeit genommen hätte, noch ein bisschen besser hingekriegt. Aber spontan nicht. Und der ist da nicht lange geblieben, da eben entsprechend auf der Brücke. Das heißt, ich hatte auch keine Möglichkeit, da wirklich jetzt in Ruhe 17.000 verschiedene Kameraeinstellungen durchzuprobieren. Und ich denke, da wäre jetzt wirklich mehr Zoom sinnvoll gewesen, weil das Resultat, was wir hier jetzt am Ende sehen von dem Clip, da ist er schon stark vergrößert, also starke Bildvergrößerung, ne? Also eigentlich ist es ein super kleiner Vogel und ich verlasse mich hier nur auf den Digitalzoom, um den halt halbwegs groß ins Bild zu bekommen. Zum Vergleich hier nochmal das Originalbild. Da braucht man auch schon ein bisschen Fantasie, um zu erkennen, dass es sich halt um Buchfink handelt. Zum Thema Zoom hier mal ein paar Vergleichaufnahmen. Das ist mein 10 mm Weitwinkel. Ja? Steht alles auf dem Stativ, alles der gleiche Ausschnitt, gleiche Stativeinstellung. Ich habe nur immer das Objektiv gewechselt. Also 10 mm Weitwinkel, das sind 24 mm mein sogenanntes Pfannkuchenobjektiv. Hervorragende Bildeigenschaften, aber nur dieser eine Ausschnitt, überhaupt keinen Zoom. So, jetzt das neue 200 mm, das was ich gerade im Dankeschön-Video vorgestellt habe. Da ist das Auto jetzt schon erheblich größer. Das ist übrigens meins. Evelyn hockt drin. Das ist also schon ein massiver Zoom verglichen mit dem 10 mm Bild, wenn ihr nochmal gucken wollt. Und das ist jetzt 300 mm. Es ist jetzt nicht mehr die Welt, aber es ist schon nochmal deutlich größer eben entsprechend zu sehen, als das mit dem 200 mm Tele der Fall ist. Und wenn das Objekt sich nicht bewegt und ich ein Stativ benutzen kann, dann ist die Bildqualität vom 300 mm Tele und vom 200 mm Tele nahezu identisch. Schauen wir uns das nochmal im Detail an. Hier zoomen wir jetzt aufs Nummernschild drauf mit dem 200 mm Reiseobjektiv. Und wir sehen, je näher wir ranzoomen, also eine Bildvergrößerung, ne, desto unscharfer wird das Nummernschild. Wir kriegen es zwar noch relativ groß zu sehen und man kann auch ungefähr sehen, wo ich mein Auto her habe, aber die Qualität nimmt halt doch. Das Foto vom 300 mm Teleobjektiv nehmen, dann kriegen wir das Nummernschild schon erstens erheblich früher ziemlich groß zu sehen. Und zweitens ist der Gesamtzoomaufwand im Bild, der notwendig ist, um das Nummernschild dann ganz groß zu kriegen, nicht mehr ganz so groß. Das heißt, ich würde sagen, die Qualität ist ein Ticken besser und wir haben damit quasi ein ganz kleines bisschen mehr Potenzial, ein sehr, sehr weit entferntes Tier, sehr, sehr groß, also so groß wie halt geht, eben ins Bild reinzukriegen. Aber ja, der Unterschied ist nicht mehr sonderlich groß, ne? Dann mag ich noch schnell mit ein paar Beispielbildern rumnerven. Das hier, Foto, altes Teleobjektiv. Ne? Bei guten Lichtsituationen, bei kurzer Verschlusszeit, kann man damit nach wie vor schöne Fotos machen. Die sind natürlich super groß im Bild, die Schwäne. Ich musste auch nicht nah dran. Die sind also schon mindestens 30 Meter weg. Und da kann man wirklich, das funktioniert immer noch tadellos. Kann ich nicht behaupten, dass das Objektiv jetzt in irgendeiner Form wirklich schlechter wäre, wenn es um die reine Fotografierleistung geht. Und halt noch den zusätzlichen Bonus der längeren Brennweite. Dafür muss aber wirklich gutes Licht sein, weil einen Bildstabilisator habe ich halt eben nicht. Ich darf also auch nicht zu sehr rumzittern. Und dann macht es die Sache generell anspruchsvoller fotografisch, aber nicht unmöglich. Die Resultate können genauso gut sein wie mit dem Reiseobjektiv. Ja, nochmal zum Direktvergleich, nochmal zwei Fotos von dem neuen Objektiv. Offensichtlich eben auch gut. Also ich kann jetzt, wenn ich nicht super toll viel reinzoome und so weiter und so fort, wirklich keinen großen Unterschied da noch irgendwie bei der Bildqualität eben entsprechend erkennen. Und jo, also fotografisch nimmt sich nicht viel. Das ist 200 mm auf jeden Fall vielseitiger. Das 300 mm hat mehr Brennweite. Tendenziell kann natürlich der Bildstabilisator des 200 mm Objektivs bei Nicht-Tieren enorm praktisch sein. Netto würde ich sagen, ungefähr gleich. Aber ich mache ja nicht nur Fotos und das ist der springende Punkt. Tut euch mal 15 Sekunden gefilmt mit dem alten Teleobjektiv bei 300 mm und von Hand gehalten an, ist grauenvoll. Ja, also wirklich nicht zu ertragen vom Gewackel her, das geht einfach nicht. Ja, hier zum Vergleich ist noch mit dem neuen Objektiv, also dem 18 bis 200er von Tamron, einmal Freihand gefilmt und wir stellen fest, selbst bei Freihandfilmen fast wirklich überhaupt kein Gewackel.
Also der Unterschied ist meiner Meinung nach schon ziemlich massiv und ich wurde nach und nach dann auch noch ein bisschen besser in das Ganze wackelfrei halten. Jetzt kommt zum Beispiel eine ganz gute Sequenz. Da kann man ganz schön sehen, dass man auch eben das Bild relativ weich schwenken kann, ohne dass es große Schaukler und Wackler eben entsprechend gibt. Das muss ich wahrscheinlich direkt noch ein bisschen praktisch einfach einüben und dann klappt das. So, und hier haben wir jetzt nochmal zum Vergleich gefilmt mit dem alten Teleobjektiv, also dem 300mm, aber auf dem Stativ. Und siehe da, es wackelt fast nicht, es sei denn, ich fasse das Stativ gerade an, so wie jetzt, weil ich versuche irgendwie den Ausschnitt zu wechseln und versuche das möglichst weich und leicht zu tun. Und wie wir sehen können, das klappt noch nicht so richtig gut. Das muss ich auch einfach noch ein bisschen üben. Aber das wären quasi die Bilder, die zu erwarten wären, wenn ich das alte 300mm Tele nach Grönland mitnehme. Dann hätten wir Bilder dieser Qualität. Bestenfalls, sofern ich dann jeweils die Zeit habe, die Tiere so auch zu filmen, weil sie halt eben nicht direkt wegrennen. Da springt irgendwie in die Kamera. Das heißt, das wäre das Beste, was möglich wäre, theoretisch. Die Frage ist halt, wie oft habe ich die Gelegenheit, dass die Tiere so ruhig irgendwo an einem denselben Ort sitzen und sich nicht stören lassen davon, dass ich sie halt eben entsprechend filme. Das ist der springende Punkt. Und wir machen noch ein paar Testaufnahmen, beziehungsweise ich zeige euch noch ein paar Testaufnahmen mit dem 200mm Tele mit dem Bildstabilisator. Hier kann man jetzt nochmal schön sehen, was passiert, wenn ich versuche, mit einem bewegten Objekt mitzuziehen mit der Kamera. Also das geht schon, aber da ist die Bildstabilisierung dann nicht so ganz perfekt. Da gibt es dann so ein paar Ruckler, weil er da irgendwie ein bisschen außen durcheinander kommt. Und hier nochmal ein anderes Beispiel mit den Kanadagänsen, den alten und den jungen, die hier fleißig am Fressen sind. Da hat es dann auch schon ganz gut funktioniert. Das habe ich auch als allerletztes quasi gefilmt. Da hat sich dann eine gewisse Übung auch bei mir schon breit gemacht, dass es mit dem Mitziehen, mit der Bewegung der Tiere dann schon ganz gut funktioniert. Da hat es gerade nochmal ein bisschen geruckelt. Aber es klappt zunehmend besser, wenn man das noch ein bisschen mehr übt und man einfach sich daran gewöhnt, dass man das ganz langsam und vorsichtig machen muss. Jawohl. Also winzige Bewegungen der Kamera bei der Brennweite besorgen halt schon für deutliche Veränderungen des Bildausschnitts. So, und damit soll es das dann auch gewesen sein. So sieht es dann aus, wenn man noch den Zoom ändert, während man filmt. Das ist ein bisschen schwierig und eine gewisse Wackeligkeit. Und er hier hat ein paar Federn am Hals verloren im Hintergrund. Ich vermute mal, es ist ein R, bin mir nicht sicher. Ja, aber damit wollte ich dann auch quasi Tschüss sagen und bis zum nächsten Mal. Und noch einmal vielen, vielen herzlichen Dank für das Objektiv zum Filmen. Wirklich eine ganz, ganz, ganz tolle Bereicherung. Mindestens dafür, mindestens.